Impulse zur Passionszeit. Oh, ihr seid ja schon da. Ich bin noch gar nicht richtig fertig. Aber gut, ich erzähle mal schon eine Situation aus dem Alltag. Da steht eine Frau vor ihrem Mann. Sie sieht ihn strahlend an und sagt: Überraschung, ich habe hier was für dich. Dabei verbirgt sie ihre Hände auf dem Rücken. Der Mann rätselt: Was kann das sein? Für mich? Da bin ich aber gespannt. Was hältst du denn in deinen Händen? Fragt er. Sie nimmt die Arme langsam vom Rücken nach vorn und zeigt ihm das Päckchen. Oh, so in Gold verpackt. Da muss ja echt was Wertvolles drin sein. Ist das wirklich für mich? Ja, für dich. Er kann es gar nicht erwarten, das Päckchen auszupacken. Heute ist Donnerstag in der Karwoche. Wir erinnern uns daran, dass Jesus vor seiner Gefangennahme ein letztes Mal mit seinen Jüngern das Abendbrot gegessen hat. Es war damals der erste Tag des Passafestes, an dem in all den Häusern eine besondere Mahlzeit gefeiert wurde, das Passamahl. Da wurde Brot, ungesäuertes Brot, gegessen und Lammfleisch mit verschiedenen Kräutern und Wein wurde dazu getrunken. Nach der Mahlzeit sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, ich habe da noch etwas für dich, für euch. Es ist ein verborgenes Geschenk. Ihr werdet es jetzt noch gar nicht richtig verstehen. Erst nach meinem Sterben, nach meiner Auferstehung. Und er ergriff noch einmal das Brot. Esst alle von dem Brot. Es ist mein Leib. Für euch wird er in den Tod gegeben. Dann nahm er auch den Weinkelch und gab ihnen, trinkt alle daraus. Mein Blut wird zur Vergebung der Sünden vergossen. Und wenn ihr später einmal zusammen seid, miteinander Brot esst und Wein trinkt, dann sollt ihr euch an mich erinnern und an das, was ich euch gesagt habe und was ich für euch getan habe. Dann bin ich mitten unter euch. Seitdem feiern Christen Abendmahl. Ungesäuertes Brot gehört dazu. Und Wein. Und der auferstandene Herr ist dann mitten unter ihnen. Dafür steht hier die Kerze und das Licht leuchtet, weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann heißt es, für dich gegeben, für dich vergossen. Esst und trinkt. Und der Friede des Herrn sei mit euch.
Jesus hat etwas für dich und für mich. Das Abendmahl ist ein Geschenk. Es will uns nicht nur mit Worten sagen, sondern es uns spüren lassen, ganz deutlich machen, Jesus ist uns so nahe, wie Brot und Wein uns nahe kommen, wenn wir essen und trinken. Er umgibt uns mit seiner Liebe, er erfüllt uns mit seiner Liebe und er stärkt uns auf unserem Weg und er bietet uns Vergebung unserer Schuld an. Und er verspricht, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Das Abendmahl ist wie ein verpacktes Geschenk mit verborgenem Inhalt. Wenn es auch äußerlich und materiell gar nichts nach Besonderem aussieht, so ist es doch Gold wert. Wenn wir es begreifen und den Inhalt in unseren Herzen aufnehmen, für mich. Ich bin Gott wertvoll. Er gab seinen Sohn für mich. Heute Abend feiern wir an diesem Tisch gemeinsam das Abendmahl hier in Reichenhain. Sehen wir uns da wieder? Please God, give them strength.